Liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie, wir leben seit dem Beginn der Corona-Pandemie in einer Ausnahmesituation. Der für den 25. Mai 2020 geplante Vortrag im Schlösschen im Prinz-Emil-Garten in Darmstadt musste leider abgesagt werden. Ich bin dem Team des Schlösschens sehr dankbar, dass es mir ermöglicht, diesen Vortrag heute online ohne Publikum zu halten. Vielen Dank für Ihre Mühe. So ein virtueller Vortrag hat für Sie gleichermaßen Vorteile. Zum Beispiel sind Sie an keinen Termin gebunden, sich den Vortrag anzuhören, und Sie können mittendrin kurz anhalten, um ihn später weiterzuverfolgen. Sie können sehr gerne Fragen stellen, und dankbar bin ich für Kommentare entweder über den Kontaktlink auf meiner Homepage www.dieter-heimann.de oder direkt an meine E-Mail-Adresse info@dieter-heimann.de. Mein erster Nietzsche-Vortrag beschäftigte sich hauptsächlich mit der Biografie und der Philosophie des großen Denkers. Wir gingen der Frage nach, ob er wirklich der große Menschen- und Frauenfeind und atheistische Antichrist war, der am Ende verrückt geworden ist. Im nächsten, darauffolgenden Vortrag interessierte uns in erster Linie seine Schwester Elisabeth Förster Nietzsche, der wir den Aufbau des großartigen Nietzsche-Archivs in Weimar verdanken. Sie hat sich große Verdienste erworben im Sammeln und Aufbewahren von Manuskripten, Briefen, Dokumenten, Biografien und so weiter. Wir haben aber auch gehört, dass sie viele originale Dokumente fälschte, und das ist eben nicht so stark erwähnenswert bei diesem Vortrag. Heute beschäftigen wir uns mit Nietzsche in Sils Maria. Nietzsche verbrachte von 1883 bis 1888 jeden Sommer in den Schweizer Bergen. Er hatte hier einen Ort gefunden, der ihm Ruhe und Konzentration ermöglichte für einige seiner großen philosophischen Werke. Mit Bildern aus dieser herrlichen Bergwelt des Engadins folgten wir seinen Spuren. Und am Leitfaden des Leibes, in Anführungszeichen, erforschen wir seine Ansichten zur Kunst der Gesundheit. Viele berühmte Schriftsteller, Künstler und Musiker hielten sich immer wieder in Sils Maria auf. Der deutschsprachige Lyriker Paul Celan, Friedrich Dürrenmatt, der Schweizer Schriftsteller, auch Emil Nolde, Marc Chagall, der französische Maler, aber auch Joseph Beuys und für die Jüngeren unter den Zuhörern auch der weltberühmte Popkünstler David Bowie. Viele wissen nicht, dass er nicht nur Musiker und Sänger war, sondern auch malte. Und alle diese Schriftsteller, Philosophen, Maler oder Musiker, alle ließen sich von der fantastischen Bergwelt und der sauerstoffreichen Bergluft und dem zauberhaften Licht Sils Marias inspirieren. Als wir im August 2013 eine Reise nach Sils Maria antraten, waren wir uns überhaupt nicht bewusst, dass die Strecke mit dem Auto nicht ganz so leicht zu bewältigen ist. Wir fuhren die Autobahn über Basel, Zürich nach Chur, das ging relativ schnell. Von Chur fuhren wir dann auf der Passstraße mit den unzähligen S-Kurven und Haarnadelkurven und beständig bergauf über den 2260 Meter hohen Julierpass nach Sils Maria. Wir mussten daran denken, dass Nietzsche 1881 mit der Kutsche 14 Stunden brauchte auf der Passstraße von Chur nach Sils Maria. Die erste Eisenbahn nach St. Moritz fuhr im Jahr 1904. Es empfing uns ein wunderbares Hochplateau auf 1800 Meter Meereshöhe mit atemberaubenden Aussichten. Auf der einen Seite die schroffen Gipfel der Bernina-Gruppe und im Tal die blumenübersäten Wiesen und Bergseen mit kristallklarem Wasser. Das kleine Dorf, idyllisch eingebettet zwischen Silsa und Silvaplaner See, liegt am Tor zum romantischen Vextal und ist der perfekte Ausgangspunkt für Spaziergänge in der Weite dieser sonnendurchfluteten Landschaft.
Wer höher hinaus möchte, findet auf dem Hausberg Furcella abwechslungsreiche Routen für Wander- und Bergtouren. Wir wollten beides, die wunderbare Bergwelt genießen und auf den Spuren des großen Denkers wandeln. Hier haben wir nochmal ein Bild von dem Hotel Schweizerhof, das direkt mitten im Ort ist. Und hier sehen wir das berühmte Hotel Waldhaus, zu dem ich jetzt noch einige Bemerkungen machen möchte. Der Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse war dem Engadin sehr verbunden. Er verbrachte zwischen 1949 und 1961 jeden Sommer im Grand Hotel Waldhaus, wie hier auf diesem Bild. Seit über 100 Jahren thront dieses, auch heute noch in fünfter Generation in Familienbesitz befindliche Hotel, wie eine märchenhafte Bucht auf einem bewaldeten Berg über dem Ort. Ein interessantes Bauwerk mit einer prächtigen Jugendstilausstattung, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Auch Schriftsteller wie Max Frisch, Thomas Mann und Kurt Tucholsky genossen hier im Waldhaus vor allem die Ruhe und Abgeschiedenheit. Noch heute kann man dort wunderbare Ruhe finden und viele Prominente aus Kultur und Wirtschaft wird man dort begegnen. Nur Friedrich Nietzsche, der als einer der ersten nach Sils-Maria kam, ließ sich nicht im vornehmen Waldhaus nieder. Er bevorzugte stets das Quartier in einem typischen Oberengadiner Häuschen mit kleinen Fenstern und niedriger Decke im Wohnhaus der Familie Dürrisch, mitten im Ort. Hier das Bild von dem Haus. Er mietete sich im ersten Stock ein kleines Zimmer für einen Schweizer Franken pro Tag. Heute trägt das Haus seinen Namen und ist Museum und Begegnungsstätte für Künstler, Gelehrte und interessierte Laien. Nietzsche bezeichnete Sils Maria einmal als lieblichsten Winkel der Erde und er sagte, Anführungszeichen, ich habe viele Landschaften gesehen und gefallen haben mir beinahe alle. Und wohl die schönsten, am stärksten auf mich wirkende von diesen Landschaften ist das obere Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht lautet der Titel einer Broschüre, die von St. Moritz herausgegeben wird. Wir waren begeistert von den saftigen Alpwiesen. Hier können wir den See sehen. Wir waren begeistert von diesen saftigen Alpwiesen mit dem bunten Blumenmeer, der idyllisch gelegenen Bergseen und den faszinierenden Gletscher des Bernina Massivs. Anfang Juli 1881 kam Friedrich Nietzsche zum ersten Mal nach Sils Maria. Von 1883 bis 1888 kehrt er immer wieder hierher zurück. Er hatte einen Ort gefunden, der ihm Ruhe und Konzentration ermöglichte, eine Landschaft, die ihm, wie er selbst sagt, blutsverwandt war. Hier arbeitete er während 7 Sommer 81 und 83 bis 88. Zahlreiche Werke von ihm sind hier entstanden. So unter anderem der zweite Teil von Also sprach Zarathustra, dessen tragenden Gedanken von der ewigen Wiederkunft desgleichen er einer Inspiration am Ufer des Silvaplana-Sees verdankte, jenseits von Gut und Böse. Im August 1884 schreibt er einen Brief an Resa von Schirnhofer. Ich zitiere aus dem Brief: Hier ist gut Leben in dieser starken, hellen Luft, hier, wo die Natur auf wunderliche Weise zugleich mild, feierlich und geheimnisvoll ist. Im Grunde gefällt es mir nirgendwo so gut als in Sils Maria. Rosa von Schirnhofer, eine Österreicherin, war 11 Jahre jünger als er und eine gute Bekannte seiner Schwester und seiner Freundin Malvida von Meißenburg. Sie verbrachte gelegentlich Tage mit Nietzsche
und besuchte ihn auf eine Einladung hin im Winter 1884 auch einmal in Nizza. Mal wieder von Meißenburg, der Name ist vielleicht nicht so bekannt. Sie war bei der Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses 1872 dabei und sie gehörte zu dem internen Wagner-Kreis und war für den 28-jährigen Philosophen Friedrich Nietzsche so etwas wie eine mütterliche Freundin. Ich möchte hier mal einen kleinen Einschub machen zum Thema Nietzsche und die Frauen. In einigen Biografien kann man lesen, dass er sehr wohl Frauen begehrte, doch stets zu ängstlich und zu schüchtern war, um sich als Liebhaber durchzusetzen. Es ist anzunehmen, dass seine Kindheit und Pubertät unter der Fuchtel von 5 Frauen, nämlich Mutter, Schwester, Großmutter und 2 Tanten, ohne einen einzigen Mann im Haushalt Spuren hinterließen. Man muss wahrlich keine tiefen psychologischen Kenntnisse besitzen, um sich vorstellen zu können, was diese Lebenssituation für einen Buben bedeutet haben muss und wie sie sich auf sein späteres Leben auswirken sollte. Bis er 1858 mit 14 Jahren in das Internat Schul Pforta, das gibt es heute noch, ein ganz berühmtes Internat, in Schul Pforta wechselte, prägten ihn 8, Originalton Nietzsche, 8 Jahre Frauenerziehung ohne Vater. Der Vater war gestorben, da war er 5 oder 6 Jahre alt. Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass nichts stärkere Spuren hinterlässt als die, die man einem Kind zufügt. Mit 13, 14 Jahren schrieb Nietzsche in seiner ersten Autobiografie, er schrieb Tagebuch ab seinem 10. oder 11. Lebensjahr. Und hier schreibt er eine erste Biografie, die nannte er schon, hatte er einen Titel dafür, den nannte er Meine Jugendjahre. Und da schrieb er, dass ihm eine männliche Unterstützung doch immer sehr gefehlt habe. In der französischen philosophischen Reflexion wird er oft als misogyn bezeichnet. Misogyn bezeichnen Franzosen Menschen, die weiberfeindlich sind oder auch Weiberhasser sind. Und da tut man Nietzsche eigentlich Unrecht. Es gibt einen berühmten Aphorismus von ihm: Gehst du zum Weibe, vergiss die Peitsche nicht. Kenner wissen aber, dass das gar nicht von Nietzsche war, sondern von einer alten Schweizerin, der er begegnete in Sils Maria, die zu ihm gesagt hat, die diesen Satz zu ihm gesagt hat. Warum, weiß man nicht. Dieser Satz passte so gut zu Nietzsche, weil er immer als etwas weiberfeindlich dargestellt wird. Und deshalb wird dieser Satz ihm zugeschrieben, obwohl er ihn niemals gesagt hat. Er hat einen anderen berühmten Aphorismus gesagt, den möchte ich mal vorlesen. Die Schlange, die sich nicht häutet, stirbt. Sie geht zugrunde, ähnlich wie der Mensch, der sich in seinem Denken nicht ändern kann. Das ist eine philosophische Weisheit, über die sehr viele Bücher geschrieben worden sind und die von Nietzsche tatsächlich stammt. Für Nietzsche gab es keine allgemeinen Wahrheiten. Er suchte sein ganzes Leben nach Wahrheiten. Für ihn waren Wahrheiten immer Werkzeuge zum Leben, zum Alltag. Und alle Wahrheiten sind immer unsere Wahrheiten, sagt er, die Toleranz gegenüber Andersdenkenden eingeschlossen. Und ein ebenso berühmter Aphorismus war, der denkende Mensch ändert seine Meinung. Und da hat er noch hinterher immer gesagt, wer nicht in der Lage ist, seine Meinung ändern zu können, muss entweder stumm sein oder verrückt. Zurück nach Sils Maria. Im Mai 1879 musste der erst 35-jährige Nietzsche seine Philologieprofessur in Basel aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Er war in Basel Professor für Philologie im altsprachlichen Bereich, also Lateinisch, Hebräisch und Griechisch.
Den Winter 1879, 1880 verbrachte er bei seiner Mutter in Naumburg in Sachsen-Anhalt. Seine Erkrankungen werden immer schlimmer, dass er zeitweise glaubt, sogar sterben zu müssen. Doch nach einer Leidensphase ging es auch immer wieder ein Schrittchen aufwärts. Und ab 1881 verbrachte er dann, wie schon gesagt, jeden Sommer in Sils Maria und die Winter in Genua. Und Sils Maria bezeichnet Nietzsche als die Geburtsstätte seines Zarathustra. Ich sprach eben davon, dass er immer wieder kränklich war. Und das verfolgte ihn sein ganzes Leben. Und er hatte einen sehr guten Freund, den er Peter Gast nannte. Das war der Synonym für einen Herrn von Köselitz. Den gab er dem Namen Peter Gast, weil der immer Gast bei ihm in Sils Maria war. Und auch hier möchte ich einmal einen Brief, den Nietzsche an Peter Gast schreibt, von Sils Maria aus. Schon ein paar Mal konnte ich das Zimmer nicht verlassen, aus dem lächerlichen Grunde, dass meine Augen entzündet waren. Wodurch? Ich hatte jedes Mal den Tag vorher auf meinen Wanderungen zu viel geweint. Und zwar nicht sentimentale Tränen, sondern Tränen des Jauchzens, wobei ich sang und Unsinn redete, erfüllt von einem neuen Blick, den ich allen Menschen voraus habe. Das kommt hier auch nochmal als Bild. Nietzsche liest in der Einsamkeit der Schweizer Berge, er bezeichnete es ja 6000 Fuß über dem Meer, sehr viele Bücher. Er reiste übrigens immer mit seinen Büchern im Gepäck durch die Lande. Und seine Bücher betrugen nach eigener Aussage 104 Kilo. Und diese Bücher begleiteten ihn immer, egal wo er hinkam. Es musste immer eine stabile Kutsche gemietet werden, die ihn und seine Bücher tragen konnte. Er schrieb auch einmal in seinen Freund Overbeck, Originaltext, in 5 Hauptpunkten seiner Lehre, und er spricht hier von Spinoza, ebenfalls ein berühmter Philosoph, finde ich mich dieser abnormste und einsamste Denker ist mir gerade in diesen Dingen am nächsten. Er leugnet die Willensfreiheit, die Zwecke, die sittliche Weltordnung, das Unegoistische, das Böse, in summa summarum meine Einsamkeit, die mir, wie auf den ganz hohen Bergen, oft Atemnot machte und das Blut hervorströmen ließ, ist wenigstens eine Zweisamkeit, wenn auch eine geistige, mit meinem philosophischen Freund Spinoza. Letztendlich findet er auch in Sils Maria nicht das von ihm erhoffte Glück. Vielleicht waren seine zunehmenden körperlichen Leiden Triebfeder für seine Ruhelosigkeit. Da die Liebe zur Natur, die gletscherbedeckten Alpen, in Genua das Rauschen des Mittelmeeres, hier die romantischen Wanderwege entlang der Gebirgsseen im Engadin, dort die traumhaften Mittelmeerorte Portofino und Rapallo, aber auch die Hafenstädte Genua und Nizza regten seinen Geist und seine Schaffenskraft immer wieder aufs Neue an. Er besuchte bei dieser Gelegenheit auch sehr intensiv die italienischen Städte Venedig und Rom. Es gibt bei den zahlreichen hinterlassenen Briefen Nietzsches einen ganz besonderen an Karl von Gersdorff, den ich einmal vorlesen möchte. Er ist für mich einer der schönsten und charakterisiert diesen Menschen, Nietzsche, die Zeit in Sils Maria und sagt ein wenig über seinen Zarathustra aus. Karl von Gersdorff war ein Freund Nietzsches seit Schulpforta, der Internatszeit. Bei der Beerdigung Nietzsches am 28. August 1900 erhält er in Röcken die Gedenkrede auf seinen 3 Tage vorher verstorbenen Schulfreund. Gersdorff bekennt, dass Nietzsche allen seinen Mitschülern geistig überlegen war
und seine persönliche Empfindung, dass er etwas Großes leisten würde. Das Freundestrio wurde noch ergänzt von Hermann Mooshacke. Und das Band, das die Freundschaft eng verknüpfte, war die gemeinsame Liebe zu dem älteren Philosophen Arthur Schopenhauer. Jetzt kommt der Brief, der ist ein bisschen länger, aber der tut sehr gut Nietzsche kennzeichnen. Friedrich Nietzsche, Brief an Karl von Gersdorf, Sils Maria, den 28. Juni 1883. Mein lieber Freund Karl, was mich betrifft, so habe ich eine lange schwere Askese des Geistes hinter mir, die ich freiwillig auf mich nahm und die nicht jedermann sich hätte zumuten dürfen. Die letzten 6 Jahre waren in diesem Betracht meiner größten Selbstüberwindung, wobei ich noch absehe von dem, was mich Gesundheit, Einsamkeit, Verkennung und Verketzerung überwinden ließ. Genug, ich habe auch diese Stufe meines Lebens überwunden und was jetzt noch vom Leben übrig ist, wenig, wie ich glaube, soll nun ganz und voll das zum Ausdruck bringen, um dessen Willen ich überhaupt das Leben ausgehalten habe. Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Mein Zarathustra, der dir in diesen Wochen übersandt wird, möge dir verraten, wie hoch mein Wille seinen Flug genommen hat. Lass dich durch die legendenhafte Art dieses Büchleins nicht täuschen. Hinter all den schlichten und seltsamen Worten steht mein tiefster Ernst und meine ganze Philosophie. Es ist ein Anfang, mich zu erkennen zu geben, nicht mehr. Ich weiß ganz gut, dass niemand lebt, der so etwas machen könnte, wie dieser Zarathustra ist. Lieber alter Freund, nun bin ich wieder im Oberengadin zum 3. Mal und wieder fühle ich, dass hier und nirgends anderswo meine rechte Heimat und Brutstätte ist. Ach, was liegt noch alles verborgen in mir und will Wort und Form werden? Es kann gar nicht still und hoch und einsam genug um mich sein, dass ich meine innersten Stimmen vernehmen kann. Das kommt jetzt in den Brief. Das ist die Nietzsche-Stube. Ich möchte Geld genug haben, um mir hier eine Art ideale Hundehütte zu bauen. Ich meine, ein Holzhaus mit 2 Räumen, und zwar auf einer Halbinsel, die in den Silser See hineingeht und auf der einst ein römisches Kastell gestanden hat. Es ist mir nämlich auf die Dauer unmöglich, in diesen Bauernhäusern zu wohnen, wie ich es bisher getan habe. Das ist ein Bild von seiner Stube in diesem Nietzsche-Bauernhaus. Die Zimmer sind niedrig und gedrückt und immer gibt es mancherlei Unruhe. Sonst sind mir die Einwohner von Sils Maria sehr gewogen. Und ich schätze sie. Im Hotel Edelweiß, einem ganz vorzüglichen Gasthof, esse ich, allein natürlich, und zu seinem Preis, der nicht gänzlich im Missverhältnis zu meinen kleinen Mitteln steht. Ich habe einen großen Korb Bücher mit heraufgebracht, die schon erwähnten 104 Kilo, und auf 3 Monaten ist es wieder abgesehen. Hier wohnen meine Musen, schon in seinem Werk Wanderer und sein Schatten, habe ich gesagt, diese Gegend sei mir blutsverwandt, ja noch mehr. Nun habe ich dir etwas von deinem alten Freunde und Einsiedler Nietzsche erzählt. Ein Traum von dieser Nacht brachte mich dazu. Bleib mir gut und treu, wir sind alte Kameraden und haben manches gemeinsam gehabt. Dein alter Freund Friedrich. So, da gibt es noch ein Bild, da ist noch ein Bild mit seiner Stube. Hat er noch so eine Ecke, so ein kleines Sofa gehabt. Und da hat er oft davor gesessen, drauf gesessen. Sehr schön, das zu besichtigen. Nietzsches vielfältige Krankheiten wurden in Sils Maria für ihn immer etwas erträglicher. Die täglichen Anfälle von Kopfschmerzen und Erbrechen blieben nicht ganz aus. Sie wurden aber leichter und vergingen schneller. Das kleine, düstere Zimmer mit einem kleinen Fensterchen und niedriger Decke war gar nicht so schlecht für sein Augenleiden. Gerade sein Augenleiden brachten ihm eine unter Philosophen verbreitete Erkenntnis, dass gerade sie die Welt nicht so sehr aus Erfahrung begreifen, sondern vielmehr aus Büchern, also das aufgreifen, was andere geschrieben und darüber selbst reflektieren. Die langjährigen Kuratoren dieses Nietzsche-Hauses, Dr. Mirella Carbon und Joachim Jung, eine Schweizerin und ein Deutscher,
beides Nietzsche-Forscher in der Nietzsche-Forschung tätig, schreiben zu Beginn ihres Nietzsche-Buches, das sie unter dem Titel »Die Kunst der Gesundheit« herausgaben. Wie kein anderer Denker hat Nietzsche die vitale Dimension des Daseins philosophisch akzentuiert. Seine Krankheiten, seine vielfältigen Bedingungen des äußeren Lebens, wie Ort, Klima, Ernährung usw. haben ihn gelehrt, deren lebenspraktische Relevanz gründlicher zu durchdenken und diesen nächsten Dingen gegenüber achtsam zu bleiben. Was bedeutet das? Nietzsche konnte nicht wie ein normaler, gesunder Mensch leben, sein Körper zwang, ihn täglich auf ihn zu hören. Er war ständig auf der Suche nach Lebensbedingungen, die ihm seine Leiden erträglicher machen könnten. Er nannte sich selbst ein Fugitivus errans. Fugitivus errans bedeutet ein umherirrender Flüchtling auf der ständigen Suche nach Linderung seiner unerträglichen Schmerzen und in Ruhe seinen Gedanken nachzugehen. Übrigens, seine Mutter sandte ihm regelmäßig Pakete, wie das Mütter so machen, mit seinen Lieblingskeksen und Kuchen. Er stand im ständigen Briefwechsel mit ihr. Er fühlte sich sehr verbunden mit der Natur des Oberengadins und schrieb ihr einmal: Seine Natur, nämlich des Oberengadins, Brief an seine Mutter, ist der meinigen verwandt. Wir wundern uns nicht übereinander, sondern sind vertraulich zusammen. Sein Leben war sehr bescheiden in diesem Hause. Diese Familie, der das Haus gehört, betrieb einen kleinen Krämerladen im Erdgeschoss. Und hier kaufte er sich manchmal für kleines Geld Seife, Kekse und sein Lieblingsessen Corned Beef in Dosen. In dem winzigen Zimmer gab es keine Heizung, nur ein Bett, einen kleinen Tisch mit einem Stuhl und eine Waschschüssel. Das genügte ihm. Und wie schon gesagt, ging er manchmal in das daneben liegende Gasthaus, Hotel Edelweiß, und dort stand auch ein Klavier, auf dem er spielen durfte. Nietzsche war als Altphilologe nicht nur bewandert in den altphilologischen Sprachen, sondern er spielte perfekt Klavier, er spielte perfekt Orgel und er spielte alles aus dem Kopf. Jeden Tag ging er spazieren in Sils-Maria, meistens 6 bis 8 Stunden lang, und seine Eingebungen und Gedanken notierte er auf kleinen Zetteln, die oft so unleserlich waren, wegen seiner zunehmenden Kurzsichtigkeit und Augenschwäche. Diese Zettel sandte er dann zu seinen Freunden Peter Gast und Franz Oberbeck mit der Bitte, sie zu ordnen und ins Reine zu schreiben. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, er träumte immer wieder davon, dass er auf dieser Halbinsel Chasté, das ist die Halbinsel in den Silser See, sich einmal ein kleines Haus bauen wollte. Aber das ist nie funktioniert. Wahrscheinlich steht diese wunderschöne, heute noch zu begehende idyllische Halbinsel auch unter Naturschutz, denke ich mal. Wir besuchten dann auch den Stein, den ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist dieser Koloss, der steht am Silvaplaner See. Und in diesen Stein haben die Kuratoren des Nietzsche-Haus eine Inschrift aus dem Zarathustra hineingemeißelt. Das sieht man also. Nein, das bin ich. Hier. O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Tief ist ihr Weh, Lust tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht Vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. An diesem Stein müssen alle Nietzsche-Verehrer mal vorbeigegangen sein, denn das war der Stein, an dem er auch seine Ideen zu seinem Zarathustra bekam. Ja. Jetzt habe ich noch einen Originalartikel, den habe ich leider nicht als Bild, sondern den möchte ich auch wieder vorlesen.
In der Engadiner Post, das ist dort die Tageszeitung, konnte man am 12. Februar 2013 lesen, Friedrich, Überschrift, Friedrich Nietzsche und Luise Röder-Widerholt, eine Freundschaft im Spiegel neu entdeckter Briefe. Man kann schon fast von einer Sensation sprechen, wenn heute noch Originalhandschriften von Friedrich Nietzsche entdeckt werden. Eine solche Sensation stellen die 5 Briefe dar, die vor einem Jahr im süddeutschen Raum auftauchen, dank einer großzügigen Schenkung in den Besitz der Stiftung Nietzschehaus in Sils-Maria kam und seit Juli 2012 im Museum dieses Hauses ausgestellt sind. Diese Dokumente werfen ein neues Licht auf die Beziehung des Philosophen zu einer Frau, die ihn vom 8. Juni bis 6. Juli 1885 in Sils-Maria besuchte und der er, Originalton Nietzsche, täglich ein paar Stunden meine Gedanken über die lieben Europäer von heute und morgen diktiere. Bei der Sekretärin handelt es sich um die 48erin, da ist angespielt auf die Revolution 1848-49, die Deutsche Revolution, Luise Röder-Widerholt, eine Bekannte von Nietzsches Musikerfreund Heinrich Köselitz, den wir schon gehört haben, alias Peter Gast. Dieser hatte im Mai 1885 den Kontakt zwischen den beiden hergestellt und die neu entdeckten Briefe belegen nun, dass das freundschaftliche Band zwischen dem Philosophen und Luise auch noch lange nach der gemeinsamen Zeit in Sils-Maria nicht abriss. Sie war eine 10 Jahre jüngere und eine sehr gute Freundin von Nietzsche. Kommen wir zum zweiten Teil des Vortrags. Für den zweiten Teil meines Vortrags hatte ich angekündigt, den großen Denker zum Thema Gesundheit zu Wort kommen zu lassen. Nun werden Sie vermuten, dass das nur sehr kontraproduktiv ausgehen kann. Wie ist es möglich, gerade ihn dazu heranzuziehen, den Menschen, dessen gesamte Lebensgeschichte sich eher wie eine einzige Krankengeschichte liest? Es begann mit 4 Jahren, als man seine extreme Kurzsichtigkeit diagnostizierte. Er hatte hohe zweistellige Dioptrienwerte und Brille wie Brenngläser. Und zu dieser Zeit war das mit sehr dicken Brillengläsern einfach kaum hinzukriegen. Dazu kam eine chronische Gastritis, vermutlich verursacht durch eine vorherige Ruheinfektion, die nicht auskuriert war, und seine immer häufiger auftretenden schlimmen Migräneanfällen, die von zusätzlichen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit begleitet waren. Mehrmals hatte er in Basel gesundheitliche Tiefpunkte bis hin zu einzelnen Zusammenbrüchen und immer wieder wurden seine Symptome auf eine Syphilis-Infektion zurückgeführt, die er sich schon in seiner Bonner Studienzeit bei einem Bordellbesuch zugezogen haben soll. Doch das konnte man zu dieser Zeit weder einwandfrei diagnostizieren noch erfolgreich behandeln und es wurde auch niemals von der Nietzsche-Forschung bestätigt. Es gibt im Besonderen eine Menge Literatur zu dem Thema, zum Beispiel das Buch von Pia Daniela Volz, Nietzsche im Labyrinth seiner Krankheiten. 1866 meldete sich Nietzsche zum Militärdienst bei der reitenden Artillerie in Naumburg. Durch eine schwere Verletzung nach einem Sturz vom Pferd beendete sein militärisches Engagement 2 Jahre später. Im Juli 1870 erklärt Napoleon den Preußen den Krieg. Der deutsch-französische Krieg von 1870 bis 1871 war für den jungen Nietzsche patriotistisches Pflichtbewusstsein genug, sich freiwillig als Krankenpfleger und Sanitäter zu melden. Er bat zunächst seinen Dienstherren von der Basler Universität im Urlaub für sogenannte Kriegs- oder Krankenpflegendienste. Dieser wurde ihm auch gewährt. Er begab sich nach Erlangen, wo er einen medizinisch-chirurgischen Krankenpfleger Kurzkurs absolvierte. Bald darauf hatte er wieder Gelegenheit, den Krieg von seiner praktischen Seite kennenzulernen. Wie man weiß, litt er unsäglich unter den Kriegseindrücken. Seine empfindliche Seele konnte sie kaum verarbeiten. Später schrieb er einmal darüber,
Originalzitat, davon kann man nicht sprechen. Das ist unmöglich. Man muss diese Erinnerung zu verbannen suchen. Wieder wegen einer schweren Verletzung, wie schon einmal 1868 beim Sturz vom Pferd, musste er seinen Kriegseinsatz wieder vorzeitig abbrechen, wegen einer schweren Erkrankung an Ruhr und Diphtherie. Beides, der Sturz vom Pferd während seines Militärdienstes, als auch die Ruhrinfektion während des Krieges, haben seinen gesundheitlichen Gesamtzustand einen erheblichen Stoß versetzt. Aus der Nietzsche-Forschung weiß man auch heute noch, dass eine ungenügende und schädliche Arzneibehandlung zu allen folgenden Krankheiten wahrscheinlich maßgeblich beigetragen habe. Es kommt noch ein kleiner Einschub. Als Nietzsche in Erlangen im Militärhospital gelegen hat und eigentlich zurückkehren wollte an die Universität Basel und weiterhin seinen Dienst als Professor für Philologie versehen wollte. Das war aber nie sein Hauptinteresse, das er immer in der Philosophie suchte, hat er sich in Basel für einen Lehrstuhl in Philosophie beworben. Der wurde aber wegen seiner vielen körperlichen Leiden und abgelehnt. Und Nietzsche ging halt eben schon mit 35 Jahren im vorgezogenen Ruhestand. Er verlor seine Professur, aber die Universität Basel hat ihm bis an sein Lebensende 3000 Franken bezahlt. Er stand 1879 an einem dermaßigen Tiefpunkt, dass er sogar einen Satz schrieb, den ich gern vorlesen möchte. Der Gedanke an Selbstmord ist ein starkes Trostmittel. Mit ihm kommt man gut über manche böse Nacht hinweg. Er muss eine sehr schlimme Zeit gehabt haben und immer wieder lag er da nieder und immer wieder haben ihm seine Leiden große Schwierigkeiten gemacht und immer wieder versuchte er Erklärungen für die einzelnen Symptome zu finden. Es gibt ein sehr schönes Buch, Friedrich Nietzsche, Die Kunst der Gesundheit. Das ist von den beiden Kuratoren des Nietzschehauses Sils Maria herausgegeben worden. Und da schreiben die einen Absatz, den ich mal über die Gesundheit vorlesen möchte, der so richtig zu dem Gesamtkomplex Nietzsche passt. Gesundheit ist nicht als Zustand zu betrachten, der erreicht oder eben nicht erreicht wird, sondern immer als Weg, auf dem wir bestimmte Formen im Umgang mit uns selbst erproben. Schrittweise Voraussetzungen, Bedürfnisse, Kräfte und Möglichkeiten unserer je eigenen Lebensordnung erkunden und diese Ordnung selbst dabei als wandlungsfähig begreifen lernen. Nietzsche fordert dazu auf, Gesundheit und Krankheit im Horizont der je eigenen Existenzbedingungen, Strebungen und Voraussetzungen als etwas zu begreifen, dem gegenüber der Einzelne eine aktive Verantwortung trägt. Mit anderen Worten, die eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen, etwas dafür selbst zu tun. Jeder hat die Möglichkeit, seine Rhythmen, Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten nicht nur immer wieder zu reflektieren, sondern auch sie zu beeinflussen und umzugestalten. Solche Verwandlungen erfordern Mut, der erst nur dem verzweifelt Kranken erwächst. Wer die Muse, zu der eine Krankheit ihn zwingt, für das Überdenken bisheriger Lebensmuster zu nutzen vermag und auf die Herausforderung des Leidens mit dem Willen der Um- und Neugestaltung des eigenen Lebens reagiert, der hat Nietzsche zufolge eine höhere Gesundheit erreicht. Nietzsche hat in seiner Lebensgeschichte viele schaffensreiche Perioden, aber auch zahlreiche Unterbrechungen, in denen er durch seine Krankheit nicht aktiv sein konnte. Er sprach immer von seiner Halbblindheit, die ihm das Lesen und Schreiben nicht ganz einfach machten. Nun erfährt er von der Erfindung einer Schreibmaschine, einer Schreibkugel des Dänen Hans Rasmussen, Meling Hansen, 1835 bis 1890, ein Däne.
und er erkundigt sich bei ihm. Sieht so ein bisschen aus wie eine IBM-Schreibkugel, ne? Wie man mal hatte. Können Sie sich noch an die IBM-Schreibkugel erinnern? IBM-Maschine, die eine Kugel hatte. Das hat IBM dort abgeguckt. Nietzsche erkundigt sich bei dem Erfinder dieser Schreibmaschine, ob eine solche Maschine für seine Zwecke geeignet sei. Denn zunächst scheitert der Erwerb der Schreibmaschine am ganz hohen Anschaffungspreis. Und im Januar 1882 wird ihm ganz überraschend von seiner Schwester die so sehr gewünschte Schreibmaschine geschenkt. Und diese existiert heute noch im Nietzsche-Archiv in Weimar. Komme ich auch noch drauf. Er wollte sich damit nämlich unabhängiger machen und seinen beiden Adjutanten Peter Gast und Köselitz, die ihm immer beim Abschreiben seiner Texte halfen und die enorme Probleme hatten mit seiner unleserlichen Handschrift. Für Nietzsche bedeutete ja die Krankheit immer eine gewisse Lebensphase und ein Lebensabschnitt. Und er beschäftigte sich auch zeitweise in dieser Zeit sehr intensiv mit einer medizinisch-physiologischen Gesundheitslehre, die sogenannte Lebensreformbewegung. Die Lebensreformbewegung, die ist Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden und ist in ganz Europa nicht ohne große Namen, die man damit in Verbindung kam, bekannt geworden. Da gab es zum Beispiel Paracelsus, den Schweizer Arzt und Philosophen aus dem 15. Jahrhundert, in Deutschland den Pfarrer Sebastian Kneipp, Gesundheitspfarrer Sebastian Kneipp, und auch später noch bis in die Neuzeit der amerikanische Professor für Soziologie Aaron Antonovsky, der den modernen Begriff, der heute wieder sehr stark aufkommt, Salutogenese. Das ist frei übersetzt eine Gesundheitsentstehung. Das heißt, die Salutogenese versteht sich Gesundheit nicht als Zustand, sondern als einen werdenden Prozess und einen Prozess, in den der einzelne Mensch mit eingebunden ist und sozusagen der Prozessor ist. Nietzsche schreibt ja in diesem Zusammenhang, das Wesentliche am Lebensprozess sei gerade die ungeheure gestaltende, von innen her formschaffende Gewalt, welche die äußeren Umstände abnützt, ausbeutet. Das heißt, wir können den Nutzen der Salutogenese ständig benutzen, um unsere Gesundheit mit den Selbstheilungskräften einen Schub zu geben. Mit anderen Worten, die Kunst der Gesundheit ist unsere individuelle Einstellung zu den Lebensprozessen und die machen unser Leben eigentlich aus. Das ist so ein bisschen der Alltag, diese Gesundheitsgeschichte, die Nietzsche beschäftigte wegen seiner vielfältigen Krankheiten. Er hatte immer auf der einen Seite die Philosophie und auf der anderen Seite einen gewissen Spielraum, mit der er seine Gesundheit immer wieder erkämpfen musste, durch seine vielen schon vorher erwähnten Krankheiten. Nietzsche versteht nämlich alle diese Einsichten und Erkenntnisse keineswegs als schnelle Lebenshilfepraxis. Und an unterschiedlichen Stellen seiner umfangreichen Schriften kommen die immer wieder durch. In seiner Autobiografie, die unter dem Titel Ex Homo, an der er von Oktober 88 bis zu seinem Zusammenbruch 1889 arbeitete, schreibt er von seinem Lebensmotto, das er dem griechischen Dichter Pindar. Pindar lebte im 5. Jahrhundert vor Christi und hat diesen berühmten Satz geprägt, wie man wird, was man ist, oder
werde, der du bist. Das sind zwei Aphorismen, die von vielen Philosophen im Nachhinein immer wieder gebraucht werden. Für Nietzsche gibt es nicht noch eine zu findende neue Wahrheit, nach der wir Menschen immer wieder suchen. Nur die Wahrhaftigkeit gegenüber uns selbst bringt uns auf einen Weg des lebenslangen, mutigen Experimentierens mit sich selbst, den eigenen Wünschen und Trieben, den Leidenschaften und Idealen für ein gesundes Leben. Da gibt es noch ein schönes Zitat aus einer Nietzsche-Schrift, die Schrift heißt Menschliches, also Menschliches, Band 2. Da gibt es ein Zitat, möchte ich auch nochmal vorlesen, und zwar mit dem Titel Nutzen der Kränklichkeit. Wer oft krank ist, hat nicht nur einen viel größeren Genuss am Gesundsein wegen seines häufigen Gesundwerdens, sondern auch einen höchst geschärften Sinn für Gesundes und Krankhaftes in Werken und Handlungen, eigenen und fremden. Sodass zum Beispiel gerade die kränklichen Schriftsteller, und darunter sind leider fast alle Großen, in ihren Schriften einen viel sicheren und gleichmäßigeren Ton der Gesundheit zu haben pflegen, weil sie besser als die körperlich Robusten sich auf die Philosophie der seelischen Gesundheit und Genesung und ihre Lehrmeister Sonnenschein, Wald und Wasserquelle verstehen. Ja, und jetzt kommen wir schon bald zum Ende, denn Nietzsche lebte wieder einmal in Turin und hatte schon sehr früh sehr viel Probleme mit dem Wetter, weil es in Turin unglaublich heiß war. Wir sprechen von dem Juni 1888. Und er ist aus Turin geflüchtet wieder, wegen dieser großen Hitze, nach Sils Maria. Und dort traf er das Gegenteil, kaltes, regnerisches Wetter, und das hielt den ganzen Sommer über an. Da schreibt er, tiefe Schwäche der Augen, alle paar Wochen ein paar Mal zu Bett, der fatale Kopfschmerz mit seinen fatalen Konsequenzen. Da man nicht ausgehen konnte und den Tag im kalten Zimmer durchfröstelte, fand man nicht einmal am Abend Schlaf. Dazu völliger Mangel an Gesellschaft, die Augen zu schwach zum Lesen, Krankheit und Langeweile in Permanenz. Wir kommen jetzt zum Ende, wie schon angekündigt. Er verließ in diesem Jahr Mitte September Sils Maria und langte nach einer längeren, schwierigen Reise durch völlig überschwemmtes Gebiet in Turin an. An seinem 44. Geburtstag, dem 15. Oktober 1888 in Turin, begann er seine Biografie Ex Homo, oder Wie man wird, was man ist. Und er schreibt darüber, das erste Buch der Umwertung aller Werte, die Lieder Zarathustras, die Götzendämmerung, mein Versuch mit dem Hammer zu philosophieren, wie sollte ich nicht meinem ganzen Leben dankbar sein? Und so erzähle ich mein Leben. Gegen Ende Dezember, nur zwei Monate später, nehmen die Briefe Nietzsches einen wahnsinnigen, das ist der Marktplatz von Turin, einen wahnsinnigen, fantastischen Ton an. In einem Brief schreibt er, eben lasse ich alle Antisemiten erschießen. Ich habe einen Fürstentag nach Rom zusammenbefohlen. Ich will den jungen Kaiser füsilieren. Diese Briefe waren unterzeichnet mit Dionysos oder der Gekreuzigte oder Nietzsche Cäsar. Und sie waren immer adressiert an seine Freunde, an bekannte Politiker, an Fürsten und an den Papst im Vatikan. Und sein Freund Oberbeck
erreichte ebenfalls ein solcher Wahnsinnsbrief. Der machte sich sofort auf nach Turin, um nach seinem alten Freund und Weggenossen zu sehen. Dort war inzwischen der Zusammenbruch erfolgt. Am 3. Januar 1889 sieht Nietzsche auf der Straße einen Kutscher, der sein Pferd auf das Heftigste peitschte. Nietzsche rannte zu dem Pferd, umarmte es und stürzte zu Boden. Overbeck brachte den Kranken nach Basel in die Universitätsnervenklinik. Kurz daraufhin holte ihn seine Mutter ab und brachte ihn nach Jena in das psychiatrische Universitätsklinikum. Und ab diesem Zeitpunkt kommt es zu einem stetigen Verfall des Bewusstseins. Nietzsche, so die Ärzte übereinstimmen, ist unheilbar, ein hoffnungsloser Fall. Noch heute existieren über die Art der Krankheit Spekulationen. Eine neuere These lautet, Nietzsche hätte sogar an einem Hirntumor gelitten. Öfter wird aber auch immer noch von der Syphilis kolportiert. Und das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, passierte tatsächlich Friedrich Nietzsche. Er überlebte diesen Zusammenbruch 11 Jahre und 8 Monate, obwohl die Ärzte, sowohl der behandelnde Arzt in Basel, Dr. Wille, als auch kurze Zeit später Professor Binswanger in Jena, übereinstimmend der Meinung war, dass Nietzsche höchstens noch 2 Jahre zu leben hätte. Am 26. November 1989 wird Friedrich Nietzsche entmündigt. Nach einer kurzen Phase in einer Privatwohnung in Jena bringt die Mutter ihren Sohn nach Naumburg, wo er seine Kindheit verbracht hatte, zu sich nach Hause. Hier lebte er bis Juli 1897, also 8 Jahre. Seine Anfälle häufen sich nun, dass ab 1893 sogar die Spaziergänge durch Naumburgs Umgebung eingestellt wurden und sein Geist erlischt immer mehr. Schon 1892 setzen sich bereits 2 Dutzend Artikel oder Bücher mit Nietzsches Person und Philosophie auseinander. Heinrich Köselitz alias Peter Gast, der Freund Nietzsche, beginnt eine erste Gesamtausgabe des Werkes in die Tat umzusetzen und plötzlich wurden seine Werke Bestseller. Sie verkauften sich wie verrückt und den Ruhm, den Nietzsche eigentlich gern erleben wollte, erlebte er nicht mehr. Er war mittlerweile umnachtet, also im Koma. Aber sein finanzieller Erfolg nahm unheimliche Ausmaße an, weil die Bücher sich immer mehr verbreiteten. Ich möchte vielleicht hier enden mit einer Zusammenfassung. Es gibt noch eine interessante Geschichte. Ich habe noch ein paar Arztberichte. Es gibt einen Auszug aus einem Krankenjournal der Universitätsklinik Jena. 19. Januar 1890, also kurz nach dem Zusammenbruch. Zur Abteilung folgt der Kranke unter vielen höflichen Verbeugungen. Er betritt sein Zimmer und dankt für den großartigen Empfang. Unzählige Male versucht er den Ärzten die Hand zu schütteln. Er spricht in hochtrabenden Worten, und zwar bald Italienisch, bald Französisch, und er spricht von seinen Legationsräten und seinen Dienern. 28. Februar. Er bittet den Arzt lächelnd: Geben Sie mir etwas Gesundheit, Herr Professor. 10. März. Kolossaler Heißhunger. Bezeichnet sich selbst als Herzog von Cumberland und Kaiser von China. 10. Juni. Plötzlich hat er ein Fenster eingeschlagen. 14. Juni, er hält den Oberwärter der Klinik für Bismarck und spricht ihn auch so an. 4. Juli, er zerbricht ein Wasserglas, um seinen Zugang durch Glassplitter zu schützen. Wie schon berichtet, hat ihn seine Mutter dann nach Hause geholt. Sie pflegte ihn zusammen mit ihrer Hausangestellte Alwine Freitag. Und am 20. April 1897 stirbt die Mutter.
Und jetzt beginnt für den großen Philosophen eine weitere schlimme Zeit. Hoffen wir einmal, dass er selbst nicht allzu viel davon gemerkt und mitbekommen hat. Denn seine Schwester ließ im Juli 1897, das ist das Haus in Naumburg, ließ im Juli 1897 ihren Bruder nach Weimar bringen. Sie selbst hatte schon einige Zeit ihren Lebensmittelpunkt in der Klassikerstadt. Sie nahm ihn hier auf und pflegte ihn noch gut 3 Jahre bis zu seinem Tode am 25. August 1900. Diese Geschichte mit der Schwester Elisabeth Förster Nietzsche, gibt es einen eigenen Vortrag von mir darüber, ist eben so, dass sie Nietzsche auch durch so verschiedene Begriffe wie der ewige Wiederkunft oder auch diese ganzen nationalsozialistischen Hintergründe, die plötzlich da auftauchen und auch für die man später, Nietzsche wurde ja auch einmal für den Philosoph Hitlers angesehen. Hitler benutzte ihn und benutzte verschiedene Aphorismen von ihm. Das waren so Dinge, die seine Schwester sehr stark betrieben hat. Und deshalb wird da nur ungern darüber geredet. Denn in dem Archiv, Nietzsche-Archiv, sieht man einmal, wie Nietzsche hier gesessen hat. Er war also in einem Wachkoma gesessen. Das ist er nicht selber, sondern das ist ein Bronzeguss von ihm. So saß er also am Fenster und seine Schwester hat es doch fertiggebracht und hat ihn stundenweise zur Besichtigung freigegeben. Den Menschen Nietzsche, die dürften also durch den Raum durchgehen, mussten dafür irgendwie entweder prominent sein oder mussten irgendwie antisemitisch sein und so weiter. Also irgendwie hat sie das immer geschafft und so saß er dann da und das war dann seine Totenmaske, die Max Klinger, ein berühmter Totenmaskenskulpturfabrikant oder ich weiß nicht, wie man das nennt, Totenmaskehersteller. Und diese Totenmaske ließ sie denn auch besichtigen, als er tot war. Und Hitler soll auch in dieses Archiv in Weimar später, ab den 33er Jahren, mehrmals die Schwester noch besucht haben. Also das war nicht so schön. Zum Abschluss eine kurze Zusammenfassung. Philosophie ist Austausch und Zwiegespräch. Nichts anderes hat Nietzsche während seines kurzen, sehr beschwerlichen Lebens gesucht. In seiner ersten Autobiografie, Meine Jugendjahre, die er schon mit 13, 14 Jahren verfasst, schreibt er, dass ihm eine männliche Unterstützung, eine männliche Leitung fehlte. Die Suche nach der Wahrheit, schreibt er, sind gute Werkzeuge zum Leben. Dabei darf man nie vergessen, dass unsere Wahrheiten unsere sind und der andere wieder anders denkt. Er will keine fertigen Denkstrukturen mehr übernehmen, sondern nach seinen eigenen Wahrheiten forschen. Der Mensch muss informiert sein, um sich seine eigene Meinung zu bilden. Seinem Freund Erwin Rohde schreibt er, man sollte frei denken können, doch das geht nie, man ist immer abhängig vom Zeitgeist. Sich selber bestimmen, ohne selbst bestimmt zu werden, das war Nietzsches Bild, seine Vision von einem neuen Individuum der Moderne. Trotz seiner Krankheiten ging von ihm immer eine lebensbejahende Weltsicht aus. Seine großen philosophischen Vorbilder waren Epikur und Spinoza. Aus dem Leben ein Kunstwerk machen, ein Entwurf für ein gelingendes Leben, ein jeder mit dem ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeit. Nietzsche gehörte auch zu den größten Kritikern des Christentums. Dabei muss man wissen, dass er wie Schopenhauer außerordentlich bibelfest war. Er hatte die Bibel mehrere Male komplett gelesen, und zwar in Lateinisch und sogar in Hebräisch. Das lag daran, dass er eben durch seine Professur, Philologieprofessur in Basel, diese Sprachen beherrschte. Sein lebenslang begleitenden Krankheiten betrachtete er als eine Aufgabe.
seine Aufgabe, die ihn den Weg zu sich selbst gewiesen hat. Und er schreibt, als Gesunder wäre ich niemals zu meinen Erkenntnissen gekommen. Seine Reisen, seine Suchen nach sich selbst. Er reiste nach der Aufgabe seiner Lehrtätigkeit in Basel nur noch. Und das mit schon erwähnten 104 Kilo Bücher. Und diese Bücher nannte er immer seinen Klumpfuß. Und mit denen er auch in die Schweizer Berge reiste. Nietzsche war auch ein großartiger Musiker. Ohne Musik ist das Leben ein Irrtum, sagt er. Und Musik hat die Aufgabe, den Menschen zu Gott zu führen. Das lag ein bisschen daran, dass er sehr viel in den Kirchen Orgelmusik spielte. Und sein Vater war Pfarrer. Und seine Mutter wollte eigentlich immer, dass er auch Pfarrer werden sollte. Das war damals in dieser Zeit ein sehr einträglicher Beruf scheinbar. Vielleicht auch heute noch, weiß ich nicht. Und er deshalb eben die Kirchenmusik ganz besonders liebte. Er musste aufgrund seines Vaters schon als ganz kleiner Junge in der Leipziger Nikolaikirche singen und er war halt eben ein Allround-Kenner in Sprache und in Musik und Philosophie. Ja, wie Sie hören, haben Sie es mit einem Nietzsche-Verehrer zu tun? Bei meinen Wanderungen im Engadin von Sils Maria nach St. Moritz, nach Pontresina, erlebte ich einmal eine ähnliche Ekstase. Nietzsche bezeichnete das als Naturekstase. Ich weiß nicht, ob die Luft dort oben so dünn war oder ob wir ab dem Vorabend zu viel getrunken hatten. In dem Blick des Bergmassivs und diesen wunderbaren blumenübersäten Wiesen und diesen herrlichen ruhigen Seen hatte ich plötzlich eine Hochstimmung wie nirgendwo sonst. Und mit diesen Spuren auf Nietzsches Wegen, auf diesen Spuren dieses besonderen Menschen, habe ich Nietzsche in allen meinen drei Büchern verehrt. Es gibt in allen meinen drei Büchern, egal um was es da geht, gibt es immer ein kleines Kapitel über Nietzsche und einen Zusammenhang, der mit Nietzsche hergestellt ist. Das ist übrigens mal die Nietzsche-Handschrift. Das habe ich aus dem Nietzsche-Archiv, dem Nietzsche-Haus in Sils Maria abfotografiert. Da sind solche Dinge ausgestellt. Also er hatte eine schlimme Handschrift gehabt, aber so hat er seine Bücher geschrieben. Das ist also ganz schön. Da oben die Überschrift ist ganz schön, ne? Mit dem da oben Problem Mensch. Ganz oben auf der rechten Seite das Problem Mensch. Ja, und vielen Dank für Ihr Interesse und ein was ganz Besonderes war, dass Nietzsche immer gesagt hat, Amor Fati. Und Amor Fati bedeutet frei übersetzt, liebe dein Schicksal. Fati ist das Schicksal, liebe Amor Fati, liebe dein Schicksal. Und das muss ihm besonders wichtig gewesen sein und er hatte ein schlimmes Schicksal. Aber er hat sein Leben viel hinterlassen. Vielen Dank.